Sodala, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 2. Wir fahren jetzt mal in den zweiten Stock der Vault, aus der wir gerade einiges cooles Zeug gelootet haben. Erstens, zweitens aber auch die Daten bekommen haben für eine Verbesserung der Kraftwerke oder des Kraftwerks in Gecko. Die Tür klemmt, nur ein außerordentlich starker Mensch könnte sie öffnen. Sulik, mach mal die Tür auf. Sie scheint verschlossen. Da ich aber hier keinerlei Leute sehe, die da irgendwie bewachen oder so, werde ich die mal öffnen. Und wir haben zwar keinen Hinweis auf Bunker 13 gefunden, aber sehr wohl einen Hinweis auf Bunker 15, der irgendwo in der Nähe sein muss. Und scheinbar hat außerdem jeder Bunker eigentlich zwei, was haben wir denn hier, Steuerchips, 15 Stück. Sind es die Steuerchips, die man im ersten Teil unbedingt braucht? Das wäre ein witziger Gag, wenn man dann hier 15 davon findet. Die haben nämlich eine extra Kiste Steuerchips bekommen. Dafür eine Kiste zu wenig mit einem Geek. Das heißt, in Vault 13 gab es wahrscheinlich drei Geeks und die haben dafür zu viele Steuerchips. Okay, hier ist alles voller Steuerchips. Es sind nur Steuerchips. Oh, ich sehe, dass da eine kleine Kiste am Boden steht. Da ist kein Steuerchip drin, sondern ein Bewegungssensor. Yeah. Und noch mehr Steuerchips. Ich schau mal in die anderen Räume auch noch. Ich bin hier immer ein Bürger. Das gehört jetzt alles auch mir zum Teil. Oh, guck mal. Bücher, Geld, Stimpack. Kann ich alles klauen und keiner beschwert sich. Voll super. Da oben höre ich Klappergeräusche. Wer klappert da? Sie scheint verschlossen zu sein. Hallo? Ist da jemand drin? Ich muss noch mal kurz in die Optionen. Ich habe mir vorher... Genau, ich mache die Musik ein bisschen leiser, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist angenehmer. So, ich glaube, das ist besser zum Hören. Nein... Hier öffnen sollst du das. Wir wollen nachsehen, wer da so klappert. Hallo? Wer klappert denn da so? Klappert da einfach nur das Gerät da oben oder? Oder wie? Okay, ich glaube schon langsam, hier sind nur Steuerchips überall drin. Zum Henker! Ruft irgendwer. Ich weiß nicht warum. Weiß nicht, was er hat. Was will er denn mit dem Henker? Hier ist eine Kiste. Sag bloß, das ist der Schraubenschlüssel. Und eine Zange auch noch. Ach, ich kann das nicht mehr tragen. Ach, verdammt. Das kriegen wir hin. Das müssen wir mitnehmen. Sag bloß, das ist das Zeug, das die Tochter von Sid unbedingt will. Ich lese jetzt mal die ganzen Bücher, die wir gefunden haben. Die sind ja auch immer ziemlich schwer. Muss ich die irgendwie installieren? Okay, wir sind scheinbar tatsächlich die einzigen hier auf dem Stockwerk. Also installieren muss ich die nicht, aber ich kann die anscheinend benutzen. Auch das benutze ich. Muss ich den auch benutzen? Ne, nicht wirklich, oder? Okay. Jo, du. Gucken wir mal nochmal in die Kiste. Jo, du. Und jetzt nehmen wir alles. Ja, okay. Sulik. Lass du wollen. Du musst bitte mein Packesel sein für heute. Willst du bitte mein Packesel sein? Ich werde dir auf ewig dankbar. Du kriegst auch Granaten, aber bitte nicht durch die Gegend werfen, okay? Ja. Reicht erstmal, glaube ich. Das war's, danke. Danke, Sulik. Du kannst wieder mit den anderen spielen gehen. Daddy muss eine Kiste looten. Yay! So, ich glaube, die großen Boxen in den Räumen können wir uns zwar sparen, aber ich schlösse jetzt die ganzen Knacker schon allein deswegen, weil sie köstlich sind, diese Knacker. Was? Hä? Nein, ich knacke jetzt die ganzen Schlösser schon allein deswegen, weil ich Erfahrungspunkte kriege. 25 Erfahrungspunkte für Schloss knacken. Da sage ich nicht nein. Und dann finden wir da drin auch noch Kisten mit awesome Stuff. Also, kommt immer auf die Situation an, in der man ist, ob das jetzt awesome Stuff ist oder nutzlos. Aber für mich ist es gerade ziemlich cool.
Soll ich mal noch in die Kisten schauen? Ich weiß ja nicht. Es sind sowieso immer nur Steuerchips drin, oder? Es sind überall nur Steuerchips in den Kisten. Es sind in den Kisten nur Steuerchips. Aha, hier ist die Kiste versteckt. Ich wusste es doch, in jedem Raum. Oh, was für eine Kiste! Wow! Hey, und ich kann alles nehmen. Und ich lese gleich mal das da. Yeah! Survival Guide gelesen. Ich habe ziemlich üble Schmerzen. Hast du kein Stimpack? Sydney. Sydney? Cassidy da hinten. Ich glaube, wir müssen jetzt dann mal ausruhen, bis die ganze Gruppe geheilt ist, habe ich das Gefühl. Ach so, die Tür klemmt wieder. Die ist nicht verschlossen, die klemmt. Die scheint verschlossen, okay. Ah, wartet mal, zu den verschlossenen Türen muss ich gleich auch nochmal was versuchen. Den klemmenden meine ich. Moment mal, was? Die Tür scheint verschlossen zu sein, deswegen will ich sie öffnen. Du schaffst es nicht. Mann, ich schaff's es nicht. Ich bin so ein guter Öffner. Kann nicht sein. Ich glaub's nicht. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Los jetzt, öffnen! Warte mal, wenn meine Theorie stimmt, müsste auf zwei Schlossknacken sein. Ja, und es hat funktioniert. Ich habe entdeckt, wie ich Shortcuts benutze für die Fähigkeiten und habe es dann auch gleich noch geschafft. Das spart so viel Zeit und so viel Klickarbeit, diese Shortcuts. Ah, hier ist die gute Kiste. Okay, was haben wir hier? Eine kleine staubige Schachtel und Nudeln. Können wir nicht mehr nehmen, aber ist okay. Ich glaube, kleine staubige Schachteln und Nudeln brauchen wir nicht. Aber eine Sache wollte ich gerne noch testen. Wenn die Türen klemmen, wie wär's denn dann mit einem Brecheisen? Hä? Nein, 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 nein. Da hast du irgendwas falsch verstanden. Du sollst an der Tür hier ein Brecheisen benutzen. Ta-ta-ta-ta-ta! Es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Ist das cool. Und was haben wir hier? Ein rotes Speichermodul. Und eine Metallrüstung. Oh yeah. Jetzt wird's interessant, Leute. Wir haben unsere erste Metallrüstung. Komm du mal bitte her. Du musst ein bisschen was mehr abnehmen. Ich bin schon wieder voll überladen. Willst du ein Radio? Ein Seil? 5 Messer? Bitte nimm 5 Messer und einen Vorschlaghammer. Und sowas hier. Brecheisen. Und nee, den Arztkopfer, den geben wir, wenn dann den Kopfer. Den Arztkopfer geben wir, wenn dann Lemmy. Lenny. Ja komm, ist schon gut so, oder? Ich glaube, jetzt kann ich. Obwohl so eine Metallrüstung ist schon schwer, muss ich mal schauen, ob ich die jetzt nehmen kann. Danke, das war's fürs Erste. Tschüss. So, nochmal schauen. Yeah, Metallrüstung und roter Chip. Keiner weiß, für was der gut ist, aber bestimmt ist er nicht schlecht. Metallrüstung. Oh, warte mal. Die Metallrüstung hat einen schlechteren Rüstungswert, tatsächlich, als die Lederrüstung. Das kann ich nicht glauben. Ah ja, die hat wirklich einen schlechteren Standardrüstungswert, schützt dafür super gegen Laser, besser gegen normale Angriffe. Schlechter gegen Feuer, aber ansonsten auch besser gegen alles. Also weniger Rüstungswerte, glaube ich, anscheinend. Dafür schützt sie besser gegen alles Mögliche. Wiegt 35 Pfund im Vergleich zu 8 Pfund. Naja, ich behalte die an, weil die ist meiner Meinung nach ein Upgrade. Da kann mir das Spiel erzählen, was es will. So, und an der Tür benutzen wir doch bitte gleich nochmal das Brecheisen, lieber Charakter. Die war doch auch, die hat doch auch geklemmt. Wollen wir doch mal schauen. Ne, hier sind trotzdem nur Steuerchips. Schneuerschnips. Aber was ist dann hier drin? Raketen, Flammenwerfer, Granaten, Explosionen. Alles, was das Herz begehrt. Du da. Du da? Ich gebe dir mal Zeugs. Nimm doch mal das da und das da. Und den da. Und... Ah, überhaupt sowieso die ganze Munition. Die ist ja wirklich
dein Spezialgebiet, dein Fachgebiet. Hier, die kannst du auch haben. Die 7 Stück sind wahrscheinlich nicht teuer. Hey, wir sind jetzt wieder reich, wenn wir hier rauskommen. Wir sind wieder reich. Und bis das auffällt, dass wir hier alles geklaut haben, sind wir schon über alle Berge. Wir sollten nur nicht mehr nach Bunkerstadt kommen. Ich habe gehört, die sind nicht besonders nett, wenn es um Querulanten geht. So, alles genommen. Hat sich echt gelohnt, dass wir hier nochmal hergekommen sind. Das freut mich echt jetzt ziemlich. Ah, jetzt waren die letzten Folgen so ein bisschen problematisch immer mit diesen Roboterprogrammieren und ich war echt schon am Verzweifeln und dann hat es auch noch mit dem Patch und Abstürzen und so, das habt ihr nicht mitgekriegt, das war zwischen den Folgen, habe ich ganz viel rumarbeiten müssen und ich war schon am Verzweifeln, aber jetzt gerade läuft's und wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn es läuft, dann ist alles gut. So, jetzt gehen wir mal zu Sids Tochter. Sid? Du heißt nicht Sid, oder? Du heißt Vic. Zu Vics Tochter. Oh, wenn das nicht der Boss von meinem Papa ist. Hehe, ich habe diese Werkzeuge, die du haben wolltest. Wirklich? Abgemacht, bitteschön. Oh, danke. Ist zwar nicht ideal, aber wird schon reichen. Wo hast du das denn? Naja, egal, vergiss es. Ist nicht wichtig. Hier hast du ein bisschen Geld dafür. Vielleicht kannst du mit dem Werkzeug ja deine miese Laune reparieren. danke, ich hätte da noch eine Frage. Ja, ja, hör zu. Ich habe zu arbeiten. Komm doch in 1 oder 2 Tagen nochmal hierher, okay? Dann können wir nochmal in Ruhe reden. Okay, in 1 bis 2 Tagen. Tschüss. Das trifft sich gut, Leute, weil wir werden jetzt hier mal uns ausruhen, bis wir vollständig geheilt sind. Ah ja, das machen wir nicht hier. Nein, das machen wir natürlich nicht hier. Wir gehen erst aus der Stadt raus und machen das dann zusammen mit Lenny, damit dem nicht langweilig ist. Wäre ja auch blöd, wenn der da alleine draußen steht. So, aber jetzt. Jetzt ruhen wir uns aus. Heilen wir uns, bis die Gruppe vollständig ausgeruht ist oder so ähnlich. Ach, schön. Ich spiele zurzeit übrigens Persona 5. Wie verrückt. Wie verrückt, das Spiel gefällt mir extrem gut. Muss ich echt sagen. Extrem super, das Spiel. Aber ich würde es trotzdem nicht jedem empfehlen wollen. Denn es ist ein eigensinniges Spiel für europäische Standards, würde ich sagen. Für europäische Verhältnisse. Man muss das mögen, glaube ich. Es ist halt ein Spiel, ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt einen Anime im Grunde. Eine Graphic Novel, wenn man so will vielleicht. Und die ist zum Teil vertont, zum Teil aber auch nicht. Es gibt einfach Passagen, wo man stundenlang liest. Einfach nur liest. Außerdem ist das Spiel auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es da deutschen Text gibt, ehrlich gesagt. Aber wenn man sowas mag, rundbasierendes Kampfsystem und so, so ein bisschen Pokémon oder so, Monster sammeln, aber auch eine gute Story und so, coole Charaktere. Naja, machen wir hier mal mit Fallout weiter, hat auch eine coole Story und gute Charaktere und auch ein rundenbasierendes Kampfsystem. Da kristallisiert sich was raus. Ich glaube, solche Spiele mag ich anscheinend. Okay, du wirst es nicht glauben. Einen Tag, nachdem du mir die Werkzeuge gebracht hast, ist das Super-Werkzeug, das ich bestellt habe, angekommen. Aber nicht nur 1, sondern 5. Was zum Teufel geht da mit dem Beschaffungsamt vor? Kann ich 1 davon haben? Warum eigentlich nicht? Ich meine, was will ich denn mit 5? Nimm ihn. Dafür werde ich dem Beamten im Listenamt den Hals umdrehen. Das schwöre ich. Danke. Verbindlichsten Dank. Das kann ich gebrauchen. Auf Wiedersehen. So, sehr gut. Genau das habe ich nämlich gehofft. Das habe ich so gehofft. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Ich schaue jetzt nochmal auf den Pip-Boy, ob der uns hier noch irgendwas sagt zu Bunkerstadt. Aber, ach so, liefer eine Chatprobe. Ja, stimmt, okay. Nee, aber wir haben jetzt keine Chatprobe. Ich weiß nicht, wo ich jetzt Chat herzaubern soll. Ist noch dazu illegal. Ist alles nicht so cool. Lenny, gehen wir. Das war's erstmal. Gut. Weiter geht's. Cool. Kommt mit, Leute. Ja.
laufen wir frei wie der Wind, wie die wilden Hühner. Ja, ich speichere hier mal an der Stelle. Mal kurz so zwischenspeichern. Kann nie schaden. Speichern. Gespeichert. Verlassen wir die Stadt. Und reisen nach Gecko. Wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal. Gecko, Gecko, Gecko. So, in Gecko machen wir jetzt genau zwei Sachen. Wenn mich nicht alles täuscht, zwei sehr coole Sachen, die ich sehr gerne mache, weil ich sehr gespannt bin, was wir dafür kriegen. Nope, wir gehen nicht und nie wieder ins Kraftwerk. Wir müssen ins andere Gebiet. Nie wieder ins Kraftwerk. Never again. Hey, bei euch quietscht irgendwas. Das ist ein bisschen unheimlich bei euch. Ich meine, das ist jetzt nicht gegen euch coole oder so, aber so die Stadt an sich ist unheimlich. Hey! Reparaturkit zurück. Schnappstier. Das sind die besten. Also dann tauschen wir. Es ist ein Deal. Das ist ein mächtig guter Deal. Du kannst das Teil wahrscheinlich einfach einbauen und das Auto fährt. Ich werde es gleich ausprobieren. Tschüss. Cool. Echt cool. Wir haben's. Wir haben unseren Brennstoffzellensteuerungs-Dingsbums-Generator. Damit sollten wir jetzt tatsächlich ein Auto zum Laufen kriegen. Und dann haben wir ein Auto mit Kofferraum. Ohne Witz jetzt, das ist voll super. Aber hier war doch noch was zu tun. Das war doch nicht das Einzige. Ach ja, genau, ich muss doch nochmal ins Kraftwerk. Okay, noch ein letztes Mal gehe ich nochmal ins Kraftwerk. Ich muss doch die Optimierungsdaten... Ach so, wartet mal. Wollte nicht... Nee. Wir gehen ins Kraftwerk. Der da oben, ich weiß schon, da oben war ein Kerl, der hatte die Idee mit der Optimierung. Aber eigentlich hat mir jetzt der Kerl da gesagt, ich soll die Daten auch speichern und dann zu ihm bringen. War das der gleiche Kerl? Ich glaube nicht. Aber ich gehe jetzt nochmal... Ich gehe zu dem da. Ich gehe jetzt einfach zu dem. Der andere war irgendwie komisch. Der hat die ganze Zeit nur von Gier geredet. Dass Gier so toll ist. Gier ist schön und gut. Der mag ja ein paar Wallet Points gehabt haben. Aber vielleicht ein bisschen auch aufs Gemeinwohl schauen. Danke, dass du uns die Daten besorgt hast, die wir brauchen. Um die alte Bestie wieder auf Vordermann zu bringen. Kennt ihr Leute, die so reden? Ich finde das furchtbar. Es gibt Leute, die reden so. Es gibt Leute, die reden so langsam, dass ich, wenn die mit dem Satz fertig sind, habe ich schon wieder vergessen, wie der überhaupt angefangen hat. Besser hätte ich es selber auch fast nicht machen können. So ungefähr reden die. Aber wenn du die ganze verdammte Scheiße selbst zu Ende bringen willst, dann gib die Daten jetzt am Roboter-Steuerterminal ein. Kapiert? Na dann los. Okay, mach's gut. Ich wusste, dass du das sagen würdest, du altes Schlitzohr. Mach's gut, hat er gesagt. Okay, bevor ich hier nochmal an den Computer gehe, wird hier jetzt nochmal gespeichert. Und Kampf, weil das wird ein Kampf hier. Das weiß ich jetzt schon. So, und jetzt gehen wir nochmal an diesen blöden Computer. Ah. Befehl hinzufügen. Fehler, Befehlsüberlauf. Ach so, alle Befehle löschen. Das muss ich nochmal schauen. Ich weiß ja nicht mal, was ich jetzt machen muss, aber ich merke es mir nochmal. Pnus. Sonst steht da nichts. Nee, genau. Okay, dann Pnus. Pnusje. Und jetzt weiß ich es auch nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Bin ich hier vielleicht falsch? Muss ich vielleicht irgendwas anderes machen? Zurück zum Hauptmenü. Zurück.
Wie wär's denn, wenn ich statt Reparatursequenz eine andere Sequenz nehme? Die allgemeine Wartungssequenz wird nicht mehr gespeichert. Aktuelles Serviceverfahren ab dort nicht mehr verfügbar. Okay, Wartungssequenz. Wartungssequenz initialisiert, Vorbereitungen. Okay. Das war leichter, als ich dachte. Ausrollen der Einheit eingeleitet. Bla 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 bla. Fehler. Was passiert? Jetzt benutzen. Ich weiß Bescheid. Befehl hinzufügen. Abmelden. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich mache mal was ganz anderes. Ich mache was Neues jetzt. Damit habe ich selber nicht gerechnet. Wo ist denn jetzt dieses Datenpad? Ah, das ist es, oder? Ah, na schau. So leicht war's. Einfach nur auf die Konsole anwenden. Der Optimierungsvorgang war offenbar erfolgreich. Du erhältst 2500 Erfahrungspunkte. Und ich drücke da mit dem Roboter rum wie blöd. Und jetzt haben wir es eh schon geschafft. Soll ich nochmal mit dem reden zum Abschied? Noch ein Küsschen zum Abschied. Komm her. Komm her, du. Ich bin stolz auf dich. Danke. Jetzt lass mich zurück mit meiner wichtigen Arbeit oder so. Okay, cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Dann können wir jetzt nach Hause gehen. Nach Hause gehen. Nach Hause gehen. Das ist schön. Yeah. Das Lied auch. Okay. Pip-Boy. Sag mir nochmal schnell, wie sieht's in Gecko aus? In Gecko ist alles erledigt, von dem wir wissen. Perfekt. Was wollen wir denn mehr? Was wollen wir denn mehr? Aber gab's hier in Gecko nicht einen Händler, bei dem ich mir dachte, huiuiuiui. Aber wir hatten nicht genug Geld. Vielleicht The Harp? Nee, The Harp ist dieser Tragic Kartensammler. Dieser verrückte Tragic Spieler, der nur noch Tragic im Kopf hat. Survival Gear locker. Du warst ein Händler, stimmt's? Tauschen. Yeah, was hast du denn nämlich da? Eine FN Fall. Ich glaube, die FN Fall ist super fucking awesome. Die hatte er beim letzten Mal noch nicht, oder? Ich glaube, das ist ein verdammt gutes Gewehr. Kostet 2000, das geht. Ich schätze mal, das ist die Munition dafür. Ich weiß es nicht. So, was gebe ich dir denn dafür? Ich habe so viel Zeug, du kannst so viel haben. Zum Beispiel hier die Pistole. Reicht noch nicht ganz, habe ich mir schon gedacht. Mist, das ganze gute Zeug haben jetzt meine Begleiter natürlich wieder. Ich kann dir hier noch anbieten ein paar Raketen. Wie viel sind denn 2 Raketen wert? Joa, ein bisschen Flammenwerfermunition. Nochmal 2 Raketen. Nochmal 2 Granaten. Benutze ich eh nie. Und dann will er noch 300 drauf haben. Was sagst du denn? Nee, die behalte ich mir lieber. Das Zeug behalte ich mir lieber. Wie viel würdest du mir denn dafür geben? Gar nichts. Okay. Ich behalte den Chip mal. Der ist bestimmt für irgendeine Quest gut mal später. Na gut, komm. Weißt du was? Ich muss nochmal schnell mit meinen Begleitern reden, bevor ich nochmal mit dir rede. Und dann kaufe ich die FM Fall. Ich weiß noch nicht genau, wer die kriegt. Lass du wollen. Tauschen will ich. Tauschen, tauschen, tauschen. Gib mir das da und das da und das da. Habe ich schon befürchtet. Behalt den da. Yeah, schon besser. Okay, cool. Danke. Das war's erstmal. Du da. Tauschen. Gib mir mal. Oh, die ist gut. Gib her. Die ist viel wert. Oh, das Ding verkaufen wir. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich nicht mehr so viel tragen kann. Du musst mal ein paar Sachen für mich tragen. Ich bin so schwer. Ich weiß gar nicht genau, warum. Nimm mal das Dynamit zum Beispiel. Nimm mal mindestens eine Zange. Eine behalte ich mal. Nimm mal... Nee, die Pistole wollte ich doch benutzen, oder? Dass ich wenigstens ein bisschen was für den Fernkampf auch hätte, wenn es wäre. Nimm mal so das ganze Zeug hier. Die Gummistiefel, die 4 Dinger sind nichts wert.
für was wir den Schlüssel jemals brauchen werden. Ich weiß es nicht. Ich befürchte, den brauchen wir in dem Gebiet, in das wir nicht gehen können. Brecheisen behalte ich mal. Weißt du was, hier die zwei Dinger. Nee, ich brauche die nicht. Tauschen. Ja, sehr schön. Was hast du jetzt noch? Pistole und Munition für dein Gewehr, das du hoffentlich benutzt oder so. Das war's. Tschüss. Du hast bestimmt auch noch Zeug von mir, oder? Stimmt's? Stimmt's oder habe ich recht? Genau, Hammer, Brechstange, 5 Messer. Gib mir die 5 Messer, die können wir jetzt verscherbeln. Das Radio nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob man es noch braucht. Das war's. Und Lenny, komm mal her. Lenny, alter Junge. Du hast Magnum-Munition und eine Magnum. Genau, das ist auch gut so. Zusätzlich kriegst du jetzt noch den Arztkoffer. Ich weiß nicht mal, ob du den wirklich benutzen kannst oder wirst, aber du bist unser Arzt, also trägst du den Erste-Hilfe-Kasten. So, und du? Wir handeln jetzt nochmal. Also, jetzt schauen wir mal. Jetzt sieht das Ganze, glaube ich, schon ganz anders aus. Jetzt werfe ich mal mein Zeug rein und dann schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Die Raketen. Also ich weiß nicht, ob ich jemals einen Flammenwerfer benutzen werde, aber es ist immer... Ich kann mich dann auch immer so schwer von dem ganzen Müll trennen, den ich so mit mir rumschleppe. Auch wenn ich es nie brauchen werde, aber ich will mir in dem Spiel vielleicht noch irgendwo ein Basislager einrichten und so. Und dann haben wir den Salat. So. Der hätte viel Zeug, viel Munition und Stimpacks. Könnte ich theoretisch alles brauchen. Können wir uns aber praktisch kaum leisten. Ich könnte ihm natürlich schon jetzt einfach Raketen verkaufen. Aber andererseits passt Soja auch. Soja. Wir haben Munition. Wir haben Munition. Wir haben auch eine Handvoll Stimpacks. Es ist okay. Gib mir 55, wenn ich mich nicht täusche. Und dann sind wir quitt und glücklich. Tschüss. So, Freunde, wer von euch kriegt jetzt das Gewehr? Also, eigentlich würde ich es ja am liebsten Cassidy geben, weil ich glaube, der kann am besten mit Schusswaffen umgehen. Aber der hat halt seine geliebte Schrotflinte. Ich will ihm seine schöne... Naja, komm, tauschen. Doch. Wir haben eh nur 40 Schuss dafür. Ich gebe dir jetzt das Ding. Ich vertraue es dir an. Oder wisst ihr was? Vielleicht benutze ich die. Vielleicht benutze ich die mit der Begründung, mit der logischen Begründung, finde ich, dass ich ein schlechter Schütze bin. Deswegen brauche ich zum Ausgleich ein gutes Gewehr. Aber du bist andererseits auch ein schlechter Schütze. Nichts für ungut. Wir sind beide nicht gerade die besten kleine Waffenbenutzer. Also, ne? Ich gebe dir aber dafür die Pistole hier mit der Munition, weil die ist ziemlich fett. Die habe ich zumindest als sehr, sehr, sehr gut in Erinnerung. Willst du mal Kampfkontrolle schauen, ob du nicht die nehmen willst? Nee, er nimmt doch lieber das Jagdgewehr. Soll er machen, ist okay. Behalt trotzdem die Pistole. Das war's erstmal. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Folge für heute.